Was? Komm mal schnell her, Alter. Ja, warte. Das ist eine Hexe, die verfolgt mich. Guck dir das an! Ah! Was? Nein, mein Pferd ist vergiftet. Nicht schlimm. Ah, da ist noch eine Hexe, pass auf. Wo? Hier. Jo, moin mal Leute und willkommen zu der zweiten Folge Battle. Und ja, der Sparrack ist wieder dabei bei mir im Team, wie immer, ist ja klar. Und ich hoffe mal, heute sind wir nicht so verpeilt. Hoffe ich auch mal. Ja, Mann. Denn wir haben auch eine Regeländerung mitgekriegt. Es ist jetzt erlaubt, unterirdische Basen zu bauen. Zwar nicht ganz so tief, aber es ist erlaubt. Das heißt, wir werden umziehen. Genau. Oder wir machen einfach hier eine Basis in den Berg. Na, zu offensichtlich. Na, ich weiß nicht. Es weiß ja niemand, wo wir sind. Trotzdem. Oder wir machen uns eine Basis unter Wasser. Das würde natürlich auch gehen. Oh, ich habe deine Leine eingesammelt. Aber ich, also, so wie ich es mitbekommen habe, dürfen wir doch eigentlich nur, dein Pferd ist nicht angeleint. Ich weiß, weil ich es gerade abgeleint habe. Ah, okay. Dann nimm mal deins. Gut. So. Hast du die Leine? Nein, nein, die liegt daneben deinem Pferd. Okay, weil was ich mitbekommen habe, wir dürfen nur in Bergen. Nein, nein, wir dürfen auch in Bergen. Ach so, auch in Bergen. Okay, aber wir dürfen jetzt uns auch theoretisch einfach unter Wasser eine Base bauen. Ich glaube, unter Wasser ist inzwischen verboten in allen Staffeln. Wurde auf jeden Fall letzte Staffel verboten und davor die Staffel, deswegen glaube ich es einfach mal. Ja, okay. Da würde ich sagen, gucken wir mal rum. Vielleicht finden wir ja einen normalen Wald, weil unter Bäumen kann man sich immer gut verstecken. Ja, und ich finde auch hier, also so an der Glaskuppel ist schon ein bisschen auffällig. Deswegen. Ich würde sagen, wir gehen so ein bisschen mehr in die Mitte. What the fuck? Au. Oh. Schaden bekommen, Alter. Ja, ich auch. Okay. Ja. Achtung. Wow. Diese Biome hier, alles so zerschmettert. Boah. Ja, und... Alter, das ist eigentlich... Ja, okay, eigentlich ist es voll episch. Guck mal, hier ist eine Höhle. Oh, Höhle? Oder? Wo? Ja, hier. Also nur so ein bisschen, aber vielleicht findet man da was. Da passt mal auf mein Pferd auf. Ah, ne, ist nix. Nix, okay. Hier ist dein nix. Pferd macht Moonwalk. Hey, komm zurück. Ich kann nicht mehr sprinten. Ah, verdammt. Okay. So langsam müssen wir gucken, dass wir Nahrung kriegen. Ja, und weil die ganzen Karotten sind ja jetzt in meinem Inventar, aber ich will die nicht essen. Ja, die würde ich echt nicht essen, wegen Schweine und so. Deswegen. Ach, hier kann man einfach durch. Ja, stimmt, das ist ja nur ein Block. Hier ist ein Wald. Wunderbar. Es wird Nacht, also sollten wir uns beeilen. Ja. Genau. Auf wie viele Chunks sollten wir eigentlich die Sichtweite stellen? Auf 10. Auf 10. Okay. Ja, aber mehr gibt uns der Server nicht, deswegen. Waren es 10 oder 12, was es uns gibt? 10. Okay, dann mache ich es einfach mal auf 10. Und die sind auch jetzt in der Mine oder craften sich gerade ihre ersten Sachen. Zu den Waffen. Ja, okay, wir waren, glaube ich, die einzigen, die noch keine Waffen haben. Doch, ich habe Waffen. Ich habe letztes Mal welche gemacht. Dann also, bin ich der Einzige. Ja, ist nicht schlimm. Oh, diese Monster Hunter. Und? Okay. Ich bin Cowtripper. Ey, da hinten. Ah, ja, Mann, da ist ein Schaf. Dann haben wir jetzt wenigstens mal bald ein Bett. Warte, ich habe zwei Eisen. Ich kann da. Ah. Okay. Ich hatte zwei Eisen, ich hätte eine Schere machen können. Aber sagen wir so, ein Bett bringt ja jetzt eigentlich auch nicht so viel. Ein Spawnpoint? Ja, das schon. Aber wir probieren jetzt nicht zu sterben. Ja, trotzdem. Sicher ist sicher. Ja. Und man kann, wenn alle anderen ein Bett haben, die Nacht überspringen. Ey, ich würde hier wirklich irgendwie hier eine Base machen. Ja, finde ich auch ganz cool hier so. Hilf mir mal kurz bei dem Zombie. Wo? Ah, da hinten. Ja, warte. Ich komme zu fuck, mir. Alter. Fuck. Okay, ich überlebe. Hey, der hat eine Karotte fallen gelassen. Aber ich kann nicht raggen. Ich auch nicht, aber... Achtung, echt... Zombie hinter dir. Fuck. Geh da weg. Los, weg. Fuck, noch ein halbes Herz, Digga. Dann bind mal hier irgendwo dein Pferd an oder so. Und ja. Dann, warte, ich hab einen Zaun.
Nein, sauer nicht. Ich würde jetzt echt hier mal anfangen, irgendwie uns. Warte, ich bind mal kurz mein Pferd an. So. Oh fuck, das geht ja nur eins. Ja, Scheiße. Deswegen. Steig mal kurz auf dein Pferd. Und lass mich meins kurz anbinden. Warte, ganz kurz. Verrottetes Fleisch. Es reicht noch nicht. Kannst du mir vielleicht eine Karotte dazu geben? Ja, ich will jetzt gleich Essen machen, deswegen. Ich muss mein Pferd anbinden können. So, warte. Weil sonst kann ich nicht craften. Passt. Dann brauche ich die da. Wenn eben einmal ein Zombie kommt, bin ich so gut wie tot. Ja, solange er dich nicht erwischt. Ja, stimmt schon. Hier in dem Ofen, in den Öfen ist was zu essen drin, kannst du ja rausnehmen. Okay, gut. Gut. Alter, aber ja, zum Glück tun wenigstens die Mob-Devs nicht zählen. Das wäre wirklich schlimm. Ja, ich habe noch ein halbes Herz, ey, das geht doch nicht. Ja, ich habe noch 9,5. Ja, okay, jetzt kann ich aber racken, Okay, gut. Ich brauche den. Da hinten sind auch noch Hühner. Sollen wir die züchten oder? Auch nicht. Noch nicht. Ich würde erstmal sagen, wir müssen uns jetzt erstmal. Ich brauche eine Schaufel. Ich mache mir jetzt. Hinbauen. Jetzt, kann ich eigentlich. Warte. Ich habe genug Holz. Ich mache mal kurz noch einen Zaun. Gute Idee. Ne, dann könnte ich mein Pferd mal anleihen. Ich guck mal kurz, wo man hier sich einen Eingang unter die Erde bauen könnte. Eigentlich direkt hier. Warte. Ne. So. Ja, ich würde auf jeden Fall. Also hier ist eigentlich schon ein guter Platz an sich. So. Noch ein Zaun. Ups, ich hab dein Pferd abgeleint. Warte, nicht schlimm. Hast du die Leine? Ja, ich hab's nicht gut. Passt. Okay, musst du erst platzieren. Achso, als erstes platzieren, okay. So. So, jetzt passt. Na, dann wir mal kurz gucken. Wie könnte man das bauen? Wir dürfen 10 Blöcke unter die Erde. Ich habe jetzt genug Wolle für ein Bett. Ich nicht. Was brauchen wir für ein Bett? Normales Holz oder Holzplanken? Holzplanken. Okay. Warte mal, es geht hier hoch, okay. So, mach ich mal wenigstens ein Bett, dann können wir uns ja beide kurz reinlegen. Hä? Ich glaube, ich brauche normales Holz für ein Bett, kann das sein? Hä? Bin ich gerade dumm? Ich weiß nicht, wie du das gerade baust, deswegen. Ich krieg kein Bett hin. Ich brauch 3 Wolle. Ja. Ach nee, warte, das ist Lehm. So, ich dachte, das wär Wolle. Okay, dann habe ich nur 1 Wolle. Ja, ich habe auch nur 1, deswegen. Okay. Also jedes Mal anderes Texture Pack ist doch nicht so zu empfehlen. Nee. Fuck, da kommt ein Creeper. Scheiße. Ich habe kein Schwert. Warte, geh da weg. Geh weg. Nein. Er darf nicht die Pferde kriegen. Harald und Robert, oder wie die heißen. Ich mache mir jetzt mal schnell ein Schwert. Schwert. Wäre vielleicht von Vorteil. Ich mache jetzt aus Stein. Ich will jetzt so ein bisschen. Dann kriege ich jetzt gleich die Errungenschaft zu den Waffen. Ach verdammt, schon wieder. Nein! Was los? Skelett. Überlebe. Das Skelett hat ein Pferd getroffen. Nein. Aber es hat nur getroffen. Es lebt halt noch. Ja, tun eigentlich Pferde Raggen? Nee, nur mit Weizen, glaube ich. Okay, ja, dann würde ich sagen, bauen wir uns bald mal was an. Ich muss jetzt mal gucken, wie viele Blöcke es sind. Eins, was ist denn das hier? Drei, das ist vier. So ein komischer Block, glaube ich nur, ne? So Red Sand. Also 1, 2, 3, 4. Ich kriege mal ein paar Hühner. Müssen was zu essen haben. Das geht ja nicht, ohne was zu essen. Das ist auch mal ein Creeper, aber ich habe jetzt ein Schwert. Nein, er ist explodiert, scheiße. Ja, ich muss die ganze Zeit nachzählen, weil ich es vergesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6. Eisen. Ja, läuft, ey. Wie viel Eisen haben wir jetzt eigentlich insgesamt? Gar keins mehr. Okay. Jetzt mit dem Eisen hier wenigstens etwas. Fuck, was ist das hier? Eine Hexe oder was? Was? Komm mal schnell her, Alter. Ja, warte. Das ist eine Hexe, die verfolgt mich. Guck dir das an! Was? Nein, mein Pferd ist vergiftet. Was ist das für ein Viech gewesen? Das war eine Hexe. Aber wieso ist hier eine Hexe? Fuck, ich bin vergiftet. Ja, du stirbst aber nicht. Aber warum ist hier eine Hexe? Ist hier ein Hexenhaus irgendwo in der Nähe oder was? Alter, na, ich laufe gerade so. Ich will das so ein bisschen erkunden, ne? Warum, Ich kann mal von Gift eigentlich nicht sterben. Nein.
Hier ist aber nirgendwo ein Sumpf oder irgendwas. Oh ja. Alter. Warte mal, was zur Link Scheiße, da oben war gerade was. Eine Sekunde vergiftet. Jetzt schnell raggen, Alter. Schnell raggen. Alter, da kommt plötzlich eine Hexe her. Verarsche oder so. Ich wusste nicht, was es ist, ne? Ich wollte die auch nicht killen. Ich dachte, das wäre. Es ist ja Friedensphase, bleib du mal hier. Nee, keine Friedensphase. Doch, doch, wir haben doch gesagt, diese Folge machen wir noch, weil wir letztes Mal nur sowas Echt? Gemacht haben. Okay. Ja, weil ich habe hier hinten gerade irgendwas auf dem Baum gesehen, deswegen. Ja, okay, ich bleib mal hier. Das sah aus wie ein Spieler. Deswegen. Hier sind Pferde, aber nur normale Pferde. Okay, dann tu dir doch vielleicht eins holen, weil deins war vergiftet. Ja, ist nicht schlimm. Ah, da ist noch eine Hexe, pass auf! Wo? Hier! Bei mir! Alter! Was zur Heiligen? Bei mir ist ein Skelett, warte kurz, ich komme gleich. Da ist ein Spieler! Was? Ja, da das bin ich. Was ist du wirklich? Ja, hier, ich bin neben dir. Das warst du nicht, das warst du nicht. Doch, doch, ich hab hier gerade. Hier war ja hier. Echt? Ach. Was ist wirklich? Ja, ich habe hier gerade eine Hexe getötet. Das ist gut, Alter. Weil hier spawnt eine Hexe immer. Fuck, Alter, warum? Warum spawnen hier Hexen? Alter, das geht doch nicht. Warum? Wie geht das? Alter. Warum? Warte mal, wir sind hier in einem normalen Wald. Hier kann eigentlich gar keine Hexe spawnen. Okay, da würde ich sagen. Spawnt die da oder kommt die einfach nur her? Das sah so aus, als wäre die da gespawnt, deswegen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier ein Zombie. Ja, okay, aber ich würde dann. Ich weiß nicht, sollen wir hier bleiben in der Hexe? Ja, wir sind ja unterirdisch. Deswegen. Ja, und ich meine, an sich ist es ja auch so ein bisschen Hilfe. Ich meine, wenn Gegner uns angreifen, dann greifen ja auch die Hexen die an. Ja, und vor allem die Hexen sind eine gute Farmmethode, um nicht in Nether zu müssen. Was bekommt man von den Hexen? Zum Beispiel Lorensterbe. Okay, ja, das ist geil, Alter. Dann sind wir aber eigentlich voll einen guten Platz hier erwischt. Ja, jetzt muss ich nochmal kurz nachzählen, weil ich glaube, wir haben genau die Tiefe erreicht, die ich haben möchte. Also es sind wir dürfen ja 10 Blöcke. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau, wir haben 9. Wir sind jetzt 9 Blöcke unter der Erde. Diese Zahl wollte ich auch haben. Hast du schon eine Schere oder noch nicht? Ja, ich habe eine Schere. Okay, dann hier ist ein Schaf. Warte, ich gebe dir die Schere mal. Okay, ich habe vorhin noch eins gekillt, ich habe jetzt 2 Wolle. Hier, die liegt bei den Pferden. Okay, dann hole ich mal noch eine Wolle, dann können wir es mal ein Bett machen. Ja, haben wir wenigstens schon mal ein Bett. Ja, das reicht ja, wir müssen uns halt beide reinlegen und dann haben wir beide einen Spawnpoint, also passt schon. Aber die Hexen, Alter. Ich habe mich übel erschreckt. Ich verstehe nicht, wieso? Wieso sind hier Hexen? Seit wann können Hexen in normalen Biomen spawnen? Übel komisch, Alter. Das will ich jetzt viel mehr wissen. Ja. Aber ich weiß nicht, jetzt ist keine mehr da. Spawnen die nur bei Nacht oder spawnen die immer? Die spawnen normalerweise immer. Also wenn es dunkel ist, aber ich weiß eh nicht, wo die gespawnt sind oder warum die gespawnt sind. Hier gibt's überhaupt nichts, ne? Ich weiß nicht. Aber ich weiß, die laufen doch auch nicht so weit. Nimm mal kurz deine Leine oder ich bind mal kurz unsere Pferde unten an. Ja, nehme alles mit runter dann. Ja. Müssen was zu essen habe ich hier jetzt noch zum. Verdammt, ich habe keinen Platz dafür. Für die Zäune. Ja, okay, nimm warte, kurz ich habe einen Zaun. Platziere die mal kurz unten. Ja. Dann bringe ich mal deins und mein Pferd nach unten. Einfach, hast du hier jetzt schon was vorbereitet oder soll ich einfach hier hinstellen? Stell einfach hin. Okay. Okay, ich muss die Decke auf jeden Fall eins höher bauen. Yep. Ich mach's mal kurz eins höher. Ja, weil ich hab nur noch 2,5 Herzen. Ja, scheiße. Was ist eigentlich, wenn du dadurch stirbst? Suffocated in a wall. Ich glaube nicht, dass es zählt. Ja, eigentlich nicht. Aber kann. Und hier auch, wenn man vom Pferd absteigt. Es muss also 4 Blöcke hoch sein. Ach du heilige Kacke. Ja, aber nur hier in dem Gebiet. Ja, aber trotzdem. So, ich hole mal das ganze Zeug von oben nach unten. Habe ich den gerade Namen gesehen? Ich glaube, ich habe einen Namen gesehen. Wo ist mein Pferd? Ah, da ist mein oben, Pferd. Da oben, chillt. Ich habe gerade voll gedacht, das ist ja ein Spieler, ne? Ich komme da so hoch und plötzlich steht es da. So, nochmal Wolle. Ich habe jetzt auch genug Wolle für 2 Betten. Das ist gut. Ja, läuft, ey. Okay, ich krieg immer noch Schaden.
Nochmal eins höher. Ja, also die Treppe nochmal eins höher, weil ich habe jetzt nur noch anderthalb Herzen. Ja, okay, ich mach dir noch eins höher. Ich bräuchte so langsam was zu essen. Ja, warte, ich hab für dich ein Steak und ein gebratenes Hühnchen. Oh, geil, danke. Läuft. Okay, ich habe jetzt alles mal mit. Ich habe noch drei rohe Hühnchen und drei rohe Schweinefleisch. Komm, ein bisschen was. Okay, jetzt kein Dragon. Ich habe zwei Öfen. Und ich weiß nicht warum. So, dann braten wir das hier mal kurz an. So. Gut, hier unten wird dann Und unsere hier. Base sein. Das. So. Okay, ich habe da noch drei Eier. Sollen wir eigentlich denn unsere Tierfarm auch unterirdisch machen? Ja. Aber wir Okay, müssen halt alle. aufpassen, dass sie nicht zu laut sind, die Tiere. Ja. Also Das ich heißt hätte als einfach alles komplett unterirdisch. ja. Oder Boah, wartet. gerade ausgerastet. Ich weiß gerade jetzt nicht, ob das hier zählt. Was denn? Ich muss gerade mal was nachgucken. Glaubst du, dass das hier oben schon mitzählt, als wie weit man unter der Erde ist, oder ob das hier zählt? Aber das hier ist ja eigentlich ein ist ja eigentlich ein Berg. Das heißt, eigentlich dürfte es nicht mitzählen. Okay, ja, stimmt. Und wenn, das wären nur vier Blöcke. Mama, ich glaube, ich habe da hinten gerade Namensschilder gesehen. Ich glaube, du bist gar nicht so paranoid. Ich glaube schon, ne? Ich glaube, wir sind wirklich Leute. Das Problem ist, wenn hier welche sind, wir dürfen die ja nicht angreifen. Ja, noch nicht. Da müssen wir uns. Da unten sind Pferde, aber das sind die wahrscheinlich, die du vorher schon gesehen hast, ne? Ja. Okay. Wir mussten ja die Welt laden, als wir hier rumgeflogen sind. Ja. Und ich bin in eine Richtung geflogen und da war ein Dorf. Aber ich weiß jetzt A nicht in welche Richtung und B, ob das noch in dem Gebiet drinne ist, was von der Glaskuppel umschlossen ist. Weil wir mussten halt das Gebiet abfliegen, da, weil irgendwas mit dem Server nicht hingehauen hat, wegen der Kuppel. Deswegen mussten wir das Gebiet erstmal abfliegen und alle Chunks generieren und dabei bin ich über ein Genau. Dorf geflogen. Ja, okay. Ja, aber das war sowieso voll fail. Das Ja, war. Ich es hab's sind dann wieder halt die gar nichts ganzen eingesehen. unstable Builds des Server. Ja. Naja, Okay. egal. Wir haben jetzt eigentlich. Du hast auch noch kein Eisenschwert, oder? Nein. Ich habe zurzeit noch ein Steinschwert. Ja, Aber okay, ich ich bin auch. jetzt gerade erstmal die Base am Bauen. Naja, halbwegs. Ja, ich gucke eigentlich gerade nur ein bisschen nach Essen hier so rum. Ja, wäre vielleicht gut, wenn du das machst. Habe ich meinen. Ja, gut, mein Eimer ist voll mit Wasser. Das heißt, ich kann jetzt gleich auch schon mit der Farm anfangen. Ja, okay, das wäre geil, dann haben wir wenigstens mal Brote und so zu essen. So, hast du schon Samen und so alles eingesammelt oder soll ich da Ich mal was hab nur besorgen? Karotten. Ja, okay, dann hol ich mal noch ein paar Samen. Weil, ja, okay, dann können wir wenigstens unsere Pferde mal wieder heilen, dann auch mit Weizen. Ich glaube auf jeden Fall, das war Weizen. Ja, hoffentlich. Ja. Also, wenn es Karotten sind, dann würde ich eher neue holen. So, ja, hier gibt es ja übel viele Pferde. Hier auf der Lichtung. Das ist nochmal so ein Haraldpferd. So. Ich glaube, wenn ich den Oh, was Raum hier haben? fertig ausgehoben habe, kann ich mit der Farm anfangen. Aha. Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, wann eigentlich die Folge Ja, zu dann Ende würde ich kommt. sagen, beenden wir an dieser Stelle die Okay. Folge. Vielen Dank fürs Ja. Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Yetu yetu liye binguni yetu yetu amina.